herzlich willkommen zu Bikes and Wonders. Heute mit einem der erfolgreichsten Mountainbiker Deutschlands, Karl Platt. Hallo Karl, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Also ich werde deine Karriere angucken, da wird mir ganz schwindelig. Die hat sehr früh und auch sehr erfolgreich begonnen. Vielleicht nur einen Titel mal herauszuholen. Du hast 8-mal insgesamt die Transalp gewonnen. Was ist das genau für ein Rennen, damit wir mal einsortieren können für die, die nicht genau wissen, was die Transalp ist, was du da leistest? Ja, die Transalp ist ein Rennen über die Alpen. Die Idee entstand 1998 von Uli Stanzio. Er wollte ein Rennen über die Alpen machen, sodass man im Mittenwald irgendwo losfährt und am Gardasee fertig ist. Und ja, das Rennen gibt es jetzt seit 1998, ein paar Jahre. Und ich bin tatsächlich 18 Mal gestartet und 8 Mal gewonnen. Also früher ging sie über 8 Tage, jetzt 7 Tage. Und da hast du dich einfach 8 Tage voll über die Alpen geschunden und gequält. Und ja, aber auch eine Menge Spaß gehabt. 2007 hast du das Team Bulls ins Leben gerufen. Erzähl doch mal ein bisschen, was macht das Team Bulls und warum ist es überhaupt zu der Gründung gekommen? Ja, das war eine ganz witzige Konstellation. Damals gab es einen neuen Berater bei der CDG oder für Bulls, Gerrit Gastra. Und ich war mit ihm eigentlich relativ viel Autofahren, ne, auf der Nordschleife am Nürburgring. Und er war damals Berater für einige andere Firmen. Und er hat gesagt, hey Karl, wir haben eine Möglichkeit bei Bulls, was Neues zu kreieren. Hast du Lust drauf? Und ja, Bulls CDG war mir damals schon geläufig, aber ja, es war einfach noch nicht so etabliert. Und da habe ich gedacht, hey, das ist echt eine coole Idee, lass uns starten. Ja. Und dann haben wir uns mit den Vorständen, Herr Honkomp und Herr Hageberg, getroffen. Und dann hieß es, ja, machen Sie mal, Herr Platt. Und dann hat es angefangen. Und jetzt, nach 15 Jahren, bin ich immer noch hier. Ja, genau, und mach das. Und wofür steht das Team Bulls? Team Bulls ist Racing. Also wir haben einfach versucht, damals die Produkte so gut zu machen, dass man mit denen wirklich vorne Rennen fahren konnte. Und das ist uns direkt im ersten Jahr gelungen, als wir angefangen haben. Wir haben komplett neues Material entwickelt und ich habe ein bisschen Erfahrung mitgebracht, weil ich war bei der Bike Tester. Ich bin vorher über 1000 Räder gefahren. Ich habe mich also da, was die Räder anging, schon ausgekannt. Und da haben wir relativ zügig echt ein super cooles Fahrrad gemacht. Und damit haben wir dann jegliche Erfolge gehabt. Wir haben das Cape Epic gewonnen, wir haben alle Marathons gewonnen, Transalp gewonnen. Und das war natürlich ein Wahnsinnsstart damals für Bulls. Ja. Und seitdem ist es immer weitergelaufen und die Entwicklung ging immer weiter. Und wenn man jetzt die ganze Palette anschaut, ich glaube, das schon einen richtigen Push gegeben hat. Und wenn du dir einmal anschaust, wie hat sich denn der Radsport entwickelt in den letzten 15 Jahren? Was kannst du sagen, was zeichnet die Fahrräder jetzt aus und wo geht es vielleicht auch hin? Was, ja, also das hat sich jetzt in den letzten 15 Jahren natürlich brutal verändert. Früher sind wir noch 26 Zoll Räder gefahren, Aluminiumrahmen, Carbon war ganz wenig. Jetzt, wenn du ein Top-Fahrrad willst, jetzt alles auf große Laufräder, 29 Zoll, Full Suspension, Carbonrahmen, ja, also die Entwicklung geht immer weiter, die Reifen werden besser, die Schaltgruppen werden besser, die Anbauteile, es wird einfach alles nochmal viel, viel besser. Früher hat man die Rahmen noch irgendwie gezeichnet, die Ingenieure, und jetzt macht man alles am Computer. Und ja, die Entwicklung geht unheimlich rasant weiter und jetzt natürlich mit dem E-Bike, das ist ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, es werden im Moment bis zu 80% nur E-Bikes verkauft und das kommt auch super gut an, weil die Leute sich endlich auch mal trauen, vielleicht mal eine längere Tour zu fahren. Und ich fahre selber auch viel E-Bike. Es macht einfach Spaß, wenn da so ein Motor noch richtig dahinter ist und schiebt, ja. Ja, das stimmt. Kenne niemanden, der nicht begeistert vom E-Bike steigt. Genau. Sag mal, du bist ja auch bei der Entwicklung der Räder mit beteiligt. Wie sieht es genau aus und was kommt denn am Ende wirklich bei den Kunden an? Ja, also das fertige Produkt, es muss ja erstmal eine Idee da sein. Ja. Also wir haben früher,
Also am Anfang ist ein Rad da und da sagst du, okay, du fährst das eine Zeit lang und dann fallen dir so Kinderkrankheiten auf. Da denkst du, okay, das passt mir nicht so gut, das könnte man ein bisschen anders machen. Und dann fängst du an, ein bisschen rumzubasteln. Dann machen wir Prototypen, dann fährst du die Prototypen und sagst, oh, das ist aber schöner oder das ist nicht so schön. Und dann übernehmen wir den Prototyp dann in die fertige Produktion. Ja, und das, wenn du ein Top-Rad entwickelt hast und dann kannst du das runterprojizieren bis auf die günstigen Fahrräder. Und das fährt sich dann genauso schön wie das teure Rad. Bloß halt bei dem teuren ist es halt dann nochmal viel leichter, weil die Anbauteile alle besser sind. Also die Entwicklung ist unheimlich wichtig, um einfach ein gutes Produkt zu haben. Ja. Und heutzutage, wir sind so gläsern geworden, man kann direkt rausfiltern, wenn jemand ein Kackrad baut. Ja, ja, das stimmt. Du hast eben schon einmal angedeutet, dass das E-Bike ja auf dem Vormarsch ist, auch im Mountainbike-Bereich und im E-Racing-Bereich. Was glaubst du, wie wird sich da in der nächsten Zeit das Thema E-Racing entwickeln? Also, das wird richtig vorwärts gehen, glaube ich. Vor allem, man braucht halt eine Plattform, ein Vehicle, um das E-Bike auch dementsprechend zu positionieren oder zu zeigen, was kann man mit dem Ding machen. Ja, und im Moment geht es in die Richtung EEWS, dass du mit dem E-Bike irgendwo so Stages hochfährst, Power Stages hochfährst. Das bedeutet, das ist eine Challenge, ja, wo man auch nur mit dem E-Bike hochkommt, mit dem normalen Rad kommst du gar nicht hoch. Und ja, also die Hersteller, die suchen gerade nach so einer Plattform, wo sie ihr Material präsentieren können, wo sie auch Erfahrung sammeln können. Ich weiß noch, ich bin vor 4 Jahren das erste E-Bike-Rennen gefahren. Da konnte ich direkt nach dem ersten Rennen 10 Punkte sagen, was man alles hätte besser machen können. Ja, und das brauchen wir. Rennen, Challenges ist immer gut für eine Entwicklung. Dann sag mal, du hast ja offiziell deine Profilaufbahn beendet. Was machst du denn jetzt mit deinem ganzen Tag? Fährst du noch Fahrrad? Eigentlich chill ich nur den ganzen Tag. Ich mache eigentlich gar nichts. Nee, Quatsch. Ich habe gedacht, das wird weniger, aber es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Ja, meine offizielle Rolle ist Markenbotschafter für Bulls zu sein. Und ich nutze praktisch immer noch so meine Historie, um noch Rennen zu fahren und bei Veranstaltungen dabei zu sein. Ich suche mir natürlich schöne Veranstaltungen raus, neue Veranstaltungen, wo man eine schöne Geschichte erzählen kann, wo man was präsentieren kann. Und das macht nach wie vor immer noch brutal viel Spaß. Ja, ich habe nicht mehr den Druck von früher, dass ich irgendwo gewinnen muss. Wenn ich gewinne, ist schön, wenn nicht, dann ist egal. Ja, Leben geht weiter. Ja. Und ja, aber das ist das, was ich mache. Ja, das ist doch schön. Sag einmal, du hast auch das Team Marathon mit aufgebaut. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen, was genau dieses Team macht, wie der Alltag ausschaut und was deine Rolle ist? Das Marathon-Team, genau, das haben wir ja, eigentlich haben wir damit angefangen, 2007. Und am Anfang waren wir nur zu dritt, Stefan Sahm und Friedemann Schmude. Friedemann Schmude ist unser Teammanager. Wir waren alle Freunde und als Freunde hat man natürlich brutal gut funktioniert. Da hat man sich blind verstanden und irgendwann mal ist das Team natürlich angewachsen. Da sind neue Fahrer dazugekommen. Zu den guten Zeiten oder zu Busy-Zeiten waren wir bis zu 7, 8 Rennfahrer, Profis. Und ja, seitdem besteht das Team. Wir feiern nach wie vor ganz viele Erfolge. Wir haben Schweizer Urs Huber, haben wir einen guten Kandidaten im Team. Und ich bin da immer noch drin als beratende Tätigkeit. Ich schaue mir das Ganze noch an und versuche hier und da gute Tipps zu geben. Ja, vielen Dank, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Das war's heute von Bikes and Wonders mit dem Ausnahmeathleten und Mountainbiker Karl Platt. Dankeschön.